Meine Arbeitsgruppe erforscht den Zusammenhang zwischen Verhalten und Nervenzellaktivität. Ein Kerngebiet unserer Forschungsarbeit ist tatsächlich Gedächtnisforschung. Das speist sich aus dem Interesse Fehlleistungen der Gedächtnisbildung, wie wir es in Demenz alle vor uns haben, was uns im Alter alle bedroht, vermeiden zu können, heilen zu können, therapieren zu können. Hirnforschung ist meiner Sicht tatsächlich immer noch ein Zukunftsfeld. Der Grund ist, dass es so großes Interesse gibt, aus medizinischen Gründen wie auch aus erkenntnistheoretischen Gründen das Gehirn zu verstehen.